Herzlich willkommen zum D-Commerce Interview Vlog und Podcast. Herzlich willkommen, Matthias Bosch. Matthias Bosch vom gleichnamigen Unternehmen. Da kann er gleich noch was zu sagen, wie das zustande gekommen ist. Ist heute mein Gast. Wir reden über eine Digitalisierungsmaschine und was das denn alles für Vorteile bringen kann, nicht nur in dem E-Commerce, sondern eigentlich in der gesamten Industrie, industriellen Verarbeitung. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz spannender Talk heute. Herzlich willkommen, Matthias. Stell dich doch mal vielleicht kurz vor und dann habe ich da auch direkt die ersten Fragen zu dem, was du da auch machst. Danke für die Begrüßung. Danke, dass ich heute hier sein darf. Freue mich ganz arg auf den Austausch. Mein Name ist Matthias Bosch. Kurz ein paar Takte zu mir. Ich verantworte den Vertrieb von Bosch Cognitive Services. Das ist eine kleine Neueinheit innerhalb der Robert Bosch GmbH. Und wie Dietmar schon gesagt hatte, wir konzentrieren uns auf die Digitalisierung von Produkten und zwar die Erstellung von digitalen Assets. Und später dann mehr dazu. Digitale Assets, das hört sich ja schon mal interessant an. Ne? Ich habe auch gerade schon gesagt, so Digitalisierungsmaschine, was stelle ich mir denn da vor? Läuft dann so ein Roboter durch die Werkshallen und digitalisiert alles? Oder kannst du uns so ein bisschen versuchen mal, weil wir auch sehr viele Zuhörer ja über den Podcast haben, das mal so ein bisschen zu visualisieren mit deinen Worten. Was ist das eigentlich, was ihr tut? Vielleicht erstmal den ersten Schritt der Datenlage. Also was tut ihr? Was ist diese Erfassung? Also im ersten Schritt erstellen wir Bilddaten und Stammdaten von Produkten, die heute entweder gar nicht vorliegen oder in einer schlechten Qualität. Und wie das Ganze passiert, ist eigentlich nichts anderes wie eine, ich sage es mal übertrieben, eine relativ große Box, in die ich ein Produkt reinlegen kann. Mhm. Und dann werden von allen verschiedenen Perspektiven Fotos davon erstellt. Und zwar reale Fotos, also fotorealistisch, das ist alles Full HD, also hochauflösend. Plus wir erfassen Gewicht und Stammdaten. Und damit haben wir eine Datenqualität, mit der ich verschiedene Use Cases bedienen kann. Und das Ganze innerhalb von circa 2 Minuten pro Produkt. Das heißt, es ist eine relativ große Masse, die wir da im Durchsatz bekommen. Ja. Und ist so ein bisschen, ja, wir nennen das das Arbeitstier. Also ist quasi so keine Fotobox, wie man es so klassisch kennt, als verlängerter Arm vom Fotografen, sondern wirklich für Industrieassets gedacht. Genau. Kannst du so ein bisschen was sagen? Wie viele Bilder macht ihr denn dann in diesen 2 Minuten? Oder wie stelle ich mir das vor? Also Es sind im Durchschnitt, würde ich sagen, um die 200 Bilder, Durchschnitt, weil es Einzelprodukte gibt, teilweise gibt es irgendwelche Sets, also kennt man irgendwie, man macht eine Box auf und dann sind da 3, 4, 5, 6 Einzelteile drin, die dann produziert werden müssen und dann ist natürlich das Produkt mal von 2 unterschiedlichen Seiten interessant. Ich möchte das von 2 Seiten sehen und dann muss es noch umgedreht werden, dann werden der Durchschnitt sind um die 200 Bilder. Und jetzt, ja. Erzähl. Okay, also die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, ich habe jetzt 200 Bilder. Kann ich daraus dann auch direkt so Rendering-Modelle machen oder was habe ich dann? Habe ich jetzt einfach 200 Einzelbilder? Wie gehe ich damit um? Was mache ich mit all diesen Daten? Ja, also im ersten Schritt der Standard-Use-Case und das ist eigentlich, was wir gerade spüren, wenn wir mal B2B reinschauen, ist einfach dieser E-Commerce-Case, dass ich überhaupt Bilddaten hätte gerne von meinen Produkten. Und zwar, das Schöne ist, bei uns gibt es eine 360-Grad-Rotationsansicht aus zum Beispiel 30 Grad. Das ist so der Wohlfühlwinkel, den wir Menschen haben, wenn wir auf den Tisch schauen bei einem Produkt. Und das kommt standardmäßig daraus. Es lassen sich theoretisch auch 3D-Modelle damit aufbauen, nicht vollautomatisiert an der Stelle. Und das Spannende ist eigentlich, dass die Daten vor allem bei der Menge, also 10.000, 20.000, 30.000 Produkte in einer strukturierten Art und Weise bei uns in der Cloud verarbeitet werden. Und ich die nachher über eine Standardschnittstelle abziehen kann. Und ich kann nachher sogar sagen, ich hätte gerne jetzt nur das Bild aus 30 Grad und eine Rotation von 5. Mhm. Und das würde ich gerne nehmen für meinen E-Shop und dann irgendwo einspielen. Und das bekomme ich da raus. Plus, und das ist eigentlich das Spannende, wir können verschiedene Stufen von Post-Processing aufschalten. So nennen wir das. Das heißt, es ist eine Art Veredelung von diesen Bilddaten. Also nicht nur das Rohbild, sondern freigestellt mit einem weißen Hintergrund oder sogar noch teilweise irgendwie manipuliert in Anführungszeichen. Und das ist so der einfachste Use Case, den ich dafür relativ kleines Geld generieren kann. Du hast aber auch gesagt, dass du nochmal ein anderes Thema hast, das wäre ja die Vermessung. Ne? Also du hast ja gesagt, du gibst halt auch Gewicht und Maße gleich mit. Wie stelle ich mir das vor? Also die Produkte, kurz am Anfang bei der Erfassung, wenn wir die ID erfassen, werden die kurz abgewogen. Dann nehmen wir das Gewicht mit rein, können brutto, netto, also mit Verpackung, ohne Verpackung, kann alles mit erfasst werden und quasi im Stammdatensatz hinterlegt.
Und in der Maschine selbst, während dem Fotografiedurchlauf, werden gleich noch die Maße mitgenommen. Da ist ein Laserscanner drin, der im Prinzip so eine Art, wir nennen das Bounding Box, erstellt. Dadurch bekomme ich relativ gute Logistikdaten und kann die wieder einfließen lassen in meine ERP-Systeme, um meine Stammdatenqualität zu verbessern. Und das passiert quasi automatisch nebenbei. Das heißt also, deine Kunden sind dann eher, ist dann ein Produzent im industriellen Umfeld oder wer sind die Kunden für sowas? Oder auch tatsächlich der Schuhhersteller, der 2000 Paar Schuhe hat? Oder wie stelle ich mir das vor? Es sind im Hauptbereich sind es Industrie- und Automotive-Kunden. Es können entweder die Originalteilehersteller selber sein oder die Teilehersteller, dann aber auch genauso die Händler, die ein großes Interesse dran haben, die vor allem diese Distributionsnetze nachher ausführen und leben und dann bis in den Service reingehen, wo irgendwelche Lieferfahrzeuge zum Beispiel beschickt werden müssen mit verschiedenen Produkten, wo es auch um Warehouse Optimization geht. Das ist so die Kerngruppe. Kurz die Verbindung zu den Schuhen. Ja, auch. Ich glaube, und da sind wir einfach auch ein bisschen demutig an der Fotografie, ist die Maschine dann doch nicht gut genug, vor allem nicht, was die Geschwindigkeit angeht. Also die Datenqualität, sagen wir immer, ist gut, aber jetzt nicht exzellent. Also immer, wenn ein Mensch irgendwie eine Kaufentscheidung treffen soll, die einen emotionalen Kaufentscheidungsgrund mal zugrunde legt, dann kommen wir an unsere Grenzen. Okay. Und habt ihr da auch schon erste Erfahrungen damit gemacht? Du hast vorhin gesagt, es gibt es euch relativ neu, aber so neu seid ihr ja gar nicht. Vielleicht in Bezug im Bosch-Zeitalter neu, ja, aber für andere Firmen seid ihr kein Start-up mehr, ne? Sondern ihr habt doch schon auch das ein oder andere Projekt gemacht. Kannst du vielleicht so vielleicht mit Namen eines Kunden oder anonym so ein bisschen erzählen, wo sind dann die Vorteile, wenn ich solche Daten habe? Ja, also uns gibt es jetzt schon, vielleicht zur ersten Frage ganz kurz, uns gibt es jetzt seit 3 Jahren circa, wir sind schon aus der Startup-Phase raus, wir haben einen relativ großen Kundenstamm inzwischen schon, die quasi diesen Digitalisierungsservice immer wieder buchen oder permanent nutzen. Kunden, um mal ein paar Beispiele zu nennen, das ist hauptsächlich im Industriebereich, also für Industriebauteile, sind kleinere Hersteller aus dem süddeutschen Raum, dann sind das irgendwelche Bagger-, Kranhersteller, Traktorenhersteller, die man kennt eigentlich in Grün und Gelb und so. Da sind einige dabei und der Hauptasset ist wirklich, statt die Teile zu einem Fotograf zu schicken zum Beispiel, in diese Maschine reinzulegen, und das im Warehouse, also quasi in der eigenen Produktionsstätte oder im eigenen Lager. Und das darf man nicht unterschätzen an der Stelle. Wenn ich ein Produkt heute zum Fotografen schicke und fotografieren lasse, kostet es Geld. Und danach muss ich es entweder wieder vereinnahmen und durch einen Qualitätsprozess schleusen oder verschrotten. Und allein dieser Verschrottungsprozess kostet je nach Produkt nochmal Warenverlust plus der Prozess selbst zwischen 50 und 200 Euro, was wegfällt, wenn ich es kurz intern einmal aus- und wieder einlage. Und das ist eigentlich der Hauptbenefit, warum also, unsere Kunden sagen. Laie, wie ich das vorstellen kann, nimmst du eine Bremsscheibe aus dem Lager, ja, und die kannst du einfach nicht wieder reinpacken, weil ein bestimmter Prozess dahinter steckt. Also musst du sie entweder entsorgen, weil sie beim Fotografen gewesen ist und kostet das Geld der Entsorgung, kostet die Bremsscheibe und so kannst du sagen, hey, ich nehme es raus, fotografiere es und gehe es wieder rein und habe dann komplette Digitaldaten vorliegen. Genau, absolut. Okay, das habe ich verstanden. Was vielleicht noch eine etwas kleinere Zielgruppe ist, was mich aber total angefixt hat an diesem Thema, ist das Thema neuronale Netzwerke. Also, dass du sozusagen ja nicht nur diese Bilder jetzt machst und ein bisschen vermisst, sondern du kannst ja mit diesen Bilddaten noch viel, viel mehr machen. Und zwar das Erkennen von Produkten. Kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen? Weil das halte ich für fast noch spannender, aber das eine ist so für mich, ehrlich gesagt, als derjenige, der im E-Commerce ja schon lange verhaftet ist, ist so die Pflicht. Ne? Also ich sehe heute immer noch, dass man, egal wo in der Industrie noch ankommt, sagt, wie, ihr habt keine Bilddaten, ihr wisst nicht, wie das Ding aussieht. Ne? Also wir haben auch durchaus immer wieder mal Projekte, gerade auch im Automotive-Zusammenhang, da gibt es einen tollen bunten Katalog, der hat aber nichts mit den Ersatzteilen zu tun. Und da gucke ich, mache ich noch eine PC-ähnliche Maske auf und sehe dann, naja, was möchte ich denn jetzt gerade kaufen? Und das ist jetzt nicht nur im Automotive-Bereich, sondern in ganz, ganz vielen anderen industriellen Umfeld, wo ich dann auch, ne, da fehlen Daten. Von daher ist das für mich eigentlich ein No-Brainer, dass man das machen sollte. Aber Digitalisierung ist ja mehr als nur Bilddaten. Von daher, erzähl doch mal was zu den KI-Funktionalitäten. Ja, das ist eigentlich unser Hauptsteckenpferd, sage ich mal, und unser Hauptlösung, Produkt, was wir anbieten. Und zwar, uns geht es eigentlich darum, Teile so schnell wie möglich zu erkennen. Und das nicht mit Hilfe von, ich suche mal irgendwie oder ich rufe meinen Vertriebskollegen an oder meinen Servicepartner über eine Hotline, sondern im Idealfall,
ich mache ein Foto von einem Teil und erkenne das innerhalb von ein paar Sekunden mit diesem Foto. Und da kommen wir eigentlich her. Was ich dafür brauche, ist ein neuronales Netz, das meine ganzen Teile kennt. Also mein komplettes Teileportfolio. Und das ist vielleicht auch die Verbindung zur Maschine. Die Bilddaten, die wir da rausziehen, sind eigentlich nichts anderes wie die Daten, die wir nutzen, um dieses neuronale Netz zu trainieren. Und das quasi komplett automatisiert. Das heißt, wenn die Maschine nutzt, um Fotodaten zu erstellen, dann können wir die reinziehen in ein neuronales Netz und können direkt so eine visuelle Objekterkennung anbieten, die wiederum dem Kunden... Kannst du das ein bisschen erklären, weil neuronales Netz, visuelle Objekterkennung, wo ist der Mehrwert? Ich habe jetzt eine... Ich sag mal, ich habe jetzt Schrauben. Ja? Ich habe jetzt hier eine Schraube irgendwie und hat eine bestimmte Länge, ein gewisses Gewinde, was auch immer sozusagen so eine Schraube als Werte mit sich bringt. Was bringt mir das oder wofür kann ich das benutzen oder wie erkennt dann die Software das? Ja, also bei Schrauben ist es ein schönes Beispiel, weil das Normteile sind. Die sind relativ weit verbreitet und auch im Markt, sag ich mal, die meisten mit ein bisschen Technik-Background kennen die. Und trotzdem, wenn wir mal international schauen, ist es trotzdem ein komplexes Produkt. Was wir aber wissen, was jeder kann, ist ein Foto machen von einem Teil. Und der Suchprozess von der Schraube von, ich nehme das Telefon in die Hand und rufe bei dem Maschinenbauer zum Beispiel an und sage, ich stehe hier vor der Maschine XY, ich habe hier eine Schraube in die Hand. Dann kommt die erste Rückfrage. Ja, was ist denn das für eine Schraube? Wo stehst denn du genau? Wie lang ist denn die? Was für ein Gewinde? Das heißt, diese Informationskette dauert, bei einer Schraube würde ich mal sagen, wenn wir international sind, 20 Minuten. Mit einem Foto und zwei Informationen, die ich über eine Erkennung mit anbiete, also quasi diesen digitalen Anfragekanal, dauert es 3-4 Sekunden. Und Foto auf dem Smartphone, die Sprache spricht halt jeder, heute sowieso international und das ist eigentlich auch, glaube ich, das Hauptasset. Das heißt, diese Suchzeiten, die sind A, extrem verkürzt und B, auch von 7, 8, 9, 10 Suchkanälen, die es heute gibt, die ich vorher gesagt hatte, auf einen reduzierbar, genau mit der Lösung. Das ist visuelle Objekterkennung, wie wir es nennen. Da mache ich es mal ein bisschen schwierig. Du hast jetzt gerade gesagt, die Schraube wäre einfach, es ist ein Normteil. Ich weiß gar nicht, wir sitzen bei Bosch, denke ich immer tatsächlich als erstes an eine Zündkerze. Das war so meine erste Berührung damit. Wie sieht es mit einer Zündkerze aus? Ist das dann genau? Oder weil ich da auf der Zündkerze vielleicht noch Beschriftungen habe, irgendwelche elektrische Strommechanismen und so weiter, wird das dann komplizierter? Wenn die Teile, das ist ein schönes Beispiel mit der Zündkerze, je ähnlicher die sind, desto schwieriger wird das mit einer rein visuellen Erkennung. Und jetzt auch. Und dann nutzen wir Zusatzinformationen, um dieses eindeutige Erkennungsergebnis zu bekommen. Zum Beispiel die Größe oder wir können Applikationsparameter abfragen. Zum Beispiel, welche Spannung hast du da drauf oder was ist denn das und das. Und das gibt uns das eindeutige Ergebnis. Der Kern, und das ist eigentlich die Idee in diesem Use Case, und das funktioniert super, also auch die Kundenakzeptanz, ist, ich starte mit einem einfachen Bild. Und dann werde ich weitergeführt. Und das ist bisher, also die Kunden, die wir haben, sind super zufrieden und die User haben das alle perfekt angenommen. Also das läuft sehr gut. Also wie stelle ich mir das vor? Kannst du das vielleicht nochmal so versuchen, so bildlich nochmal darzustellen? Wie ist so ein Prozess, so ein typischer Anwendungsfall? Ich nehme mal eins von unseren internen Anwendungsfällen, weil über die darf ich dann auch sprechen. Okay. Wir haben mit Großdieseln beschäftigt, also so stationären Dieseln. Und da, so ein Großdiesel ist in einem Schiff zum Beispiel und fährt gerade irgendwie im Bremerhaven oder sowas raus und dann geht irgendwas kaputt da drin. Dann fliegen die Servicetechniker erstmal dahin und gucken sich das Ding erstmal an. Es kostet schon mal Geld. Und dann wird erstmal gesucht, was ist denn überhaupt das Problem und welches Teil ist denn kaputt. Und dann kann man sich vorstellen, an solchen Dieselmotoren wird halt viel geschraubt und keiner weiß, was da jetzt letztendlich tatsächlich verbaut ist. Und dann haben die diese Zündkerze in der Hand und dann geht die Kette los. Entweder es gibt ein Foto oder einen Anruf oder was auch immer, fängt der Prozess an. Wir haben jetzt in unserer Lösung ist es so, der Techniker macht ein Foto von dem Teil. Danach wissen wir schon mal grob, welches Produkt es ist. Und dann fragen wir nur noch ab, vor welcher Motorvariante oder Größe stehst du. Und dann liegt im Prinzip eine Daten hinter, die sagt, dann müsste es das und das Teil sein. Und dann bekommt der Servicetechniker eine Top-10-Trefferauswahl. So wie wenn ich irgendwie nach Hotels bei Google suche zum Beispiel. Ja. Und dann sagt er nur noch, ah ja, alles klar, Nummer 2 ist es und jetzt würde ich gern zum Beispiel bestellen. Das heißt, also, du verkettest sozusagen den Auswahlprozess auch schon direkt mit der Bestellkette. Also ist nicht der Standard bei uns. Also die meisten Kunden sagen, wir haben dann unser eigenes Bestellsystem oder Bestellwesen. Vor allem der das Problem behebt, ist manchmal auch nicht der bestellen darf. Okay. Und dann kommt oft so eine komplexe Integration in die IT-Systeme auf der Kundenwelt, wo wir sagen, wir bieten genau eine Schnittstelle bis zur Erkennung, bis zum Ergebnis und ab dann springen wir aber ab in die eigenen Prozesse bei den Kunden.
Aber wenn ich jetzt sozusagen in der idealen Digitalisierungswelt wäre, das doch so ein Anwendungsfall, oder? Indem ich doch sage, ich will ja noch schneller werden. Das heißt, also ich weiß, es gibt immer Kunden, die nochmal eine andere Idee haben, oder es gibt auch Gründe häufig, die begründet oder unbegründet sind, um es mal so ein bisschen zu umschiffen. Aber im Idealfall wäre das doch der Punkt zu sagen, also, okay, ich habe das auch auf Lager. Das kann dir der und der dann und dann liefern. Das ist doch eigentlich, das ist doch die große Frage. Ne? Also es ist doch, ich rede gerade mit einem Kunden in einem Umfeld, wo es Maschinen gibt, die sozusagen von Maschinenleihen geführt werden, kaputt gehen und haben ein Problem. Ich stehe irgendwo, ja, in der Wildnis und sage jetzt, okay, jetzt weiß ich, das ist das Produkt, aber ich will ja eigentlich in der Digitalisierungskette, ich will ja nicht wissen, was für ein Produkt ist, ich will es ersetzt haben. Ne? Und das ist ja der Gedanke, wenn ich vom Kunden her denke, so, wer kann mir das, wie schnell, an welcher Stelle jetzt liefern? Und das ist doch dann ein idealer Verknüpfungspunkt. Oder hättet ihr eine API, wo man sich dann irgendwie eindocken könnte? Oder Also erstmal, ich finde es schön, dass du es ansprichst, Horizont. Und so sind wir auch mal gestartet und dann haben wir gemerkt, dass wir noch nicht ganz so weit sind im Markt oder vor allem unsere Kunden noch nicht. Das heißt, Stand heute API, aber die Reise geht genau dahin. Ja, aber es ist ja, ich möchte ja hier auch gerne aufzeigen in dem Podcast, in welche Richtung kann es gehen? Ne? Also wenn wir jetzt so denken, wo stehen wir heute? Ne? Also ich finde es ja immer noch wirklich erstaunlich, hatten wir gerade gesagt, der erste Schritt, erstmal Datenerfassung. Also Länge, Breite, Höhe, Gewicht, Fotos. Und zwar Fotos aus möglichst vielen Ansichten, damit ich das auch, ne, bei einer Schraube jetzt vielleicht nicht, aber es gibt auch Bauteile, die ein bisschen komplexer sind, ne, wo man dann halt auch wirklich drumherum schauen muss in der Einstellung. Verstehe ich total. Dann Bilderkennung, dass ich noch weiß, ich habe ein Foto, weil ich habe ja auch Sprachschwierigkeiten eventuell nochmal über hinaus, müssen wir uns auch nichts vormachen, wenn ich an Großmaschinen rede, du hast vorhin von Baggern gesprochen, wenn ich mir Bagger überlege, dann denke ich an so Tagebau Bagger, ja, wo dann irgendwie 100 Mann Besatzung drauf sind. Genau. Wo stehe ich dann an welcher Stelle und welches Teil ist das und wer ist sozusagen, ne, wer schickt mir dieses Foto? Also alles, was ich einsparen kann, verstehe ich, um hier wirklich auch, ich habe ja sofort einen echten Return on Invest. Ne? Also das ist ja nicht so, dass ich, ich müsste eure Leistung ja eigentlich in jedem Fall rechnen können, oder? Bietet ihr sowas an, also auch Rechenmodelle, weil ich müsste ja erstmal Arbeit reinstecken und ich kann mir auch vorstellen, wenn ich ein Lager habe mit 20.000 oder 40.000 Teilen, ne, egal welche Branche, ob das jetzt Heizungssanitär ist oder ob das jetzt ein Baggerhersteller ist, das ist ja erstmal ein Aufwand. Ne? Also ist richtig, ja, wir haben in den letzten 10 Projekten, an die ich denke, ein ROI von, glaube ich, knapp unter 11 Monaten gehabt. Ah, okay. Einfach weil diese Zeitersparnis so extrem ist und diese Vereinfachung in diesem Anfrage- oder Identifikationskanal nachher. Mhm. Und das ist einfach eine Riesenchance. Es stehen Kosten gegenüber, absolut, vor allem für die, ich sage ich mal, Erstdigitalisierung. Aber auch da, um mal eine Perspektive zu geben, neuronale Netze an 3-4 Jahren ungefähr 40 Euro pro Teil gekostet. Dass wir mal ungefähr so eine Größenordnung haben. Das heißt, wenn ich irgendwie 10.000 Teile habe, bin ich schnell bei 400.000 Euro. Das zahlt keiner. Inzwischen sind wir bei knapp über 2 Euro angekommen. Und diese Kette automatisiert sich immer weiter und auch die Erkennung wird immer besser. Das heißt, der ROI wird immer schneller, immer kürzer. Und das Schöne ist eigentlich an der KI, dass die über die Zeit lernt. Das heißt, ich habe einen Anfangs-ROI und dann wird das aber immer potenter. Das heißt, meine Identifikationszeit wird immer schneller über die Zeit und eigentlich kann ich nur gewinnen, wenn ich so eine Lösung einsetze. Lass ein Nähkästchen plaudern. Wir arbeiten ja auch durchaus zusammen, daher kennen wir uns auch. Ne? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass auch mit jedem Bild, was ich neu reinkippe, also jemand fotografiert nochmal dieses Ersatzteil, dann ist es ja nicht nur ein Bild, was ich habe, worauf ich abgleiche, sondern wieder ein zusätzliches Bild aus dem Feld heraus, wo ich erkennen kann, wie es dann nachher auch eingebaut aussieht oder wie es dann halt auch, wenn es verschmutzt ist oder so. Ihr habt, glaube ich, sogar die Möglichkeit, abgebrochene, abgerissene Teile zu erkennen. Ne? Ja. Und das lernt ihr ja sozusagen über die Zeit immer weiter mit an. Ne? Genau, und absolut. Rechnet ihr denn den ROI tatsächlich nur auf diese Zeitersparnis? Oder gibt es auch Kunden, die sagen, okay, wenn ich die Prozesskette erstmal neu ansteuere, wenn ich gar nicht mehr sage, ich bin jetzt der Servicetechniker und ich habe vielleicht 4 Lieferanten, die mir so ein Teil liefern könnten, dann könnte das doch auch eine gute Idee sein, zu sagen, ja, wir automatisieren das weiter und ich kriege auch sozusagen den ROI noch besser gerechnet über die Lieferkette, Geldeinsparung oder dass er immer nur bei einem Händler kauft oder was auch immer.
Also darüber lässt sich noch besser rechnen. Machen wir teilweise ja. Das ist eher so eine Visionsrechnung und die macht durchaus Sinn, weil ich glaube, da ist dann wirklich noch mehr Potenzial drin. Wenn wir mal die klassischen Strukturen reinschauen, ist es einfach, sage ich mal, aus dem Bauchgefühl am leichtesten. Ich kann entweder den Umsatz gegenüberstellen, den ich mehr habe, oder Kosten, die ich einspare. Und eine Zeitersparnis sind irgendwo Arbeitskosten, die ich habe in irgendeiner Form. Das lässt sich am schnellsten rechnen. Und das ist eigentlich immer das Schöne, wo wir sagen, der Rest ist dann Benefit on top. Absolut, ich gebe dir recht, unser Traum ist eigentlich irgendwann diese komplette digitale Kette zu haben und dann ist der ROI noch viel, viel größer. Ich glaube, das hat schon mal, oder ich hoffe zumindest, noch mal so ein bisschen Eindruck geben können, wie man die Digitalisierung gerade auch bei diesen Lieferketten oder ne, wenn ich so viele Einzel- und Ersatzteile habe, wo ja heute noch viele sagen, naja, ich habe halt hier eine Teilenummer und das ist sozusagen meine Erkenntnis über das Produkt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es darüber noch weiter hinausgeht. Es hat mich sehr gefreut. Wir sind auch, ich schaue auf die Uhr, 20 Minuten Idealzeit eigentlich, aber trotzdem ist es nur grob angerissen, ne? Also ich glaube, wir konnten dieses Absolut. Thema, was so komplex ist, nur sehr grob anreißen. Und ich verlinke auf jeden Fall in den Kommentaren nochmal Kontaktdaten und Informationen, wo man noch mehr erfahren kann, wenn man da Interesse hat. Und bedanke mich erstmal für die Zeit bei dir, Matthias. Danke, dass ich hier sein durfte und danke für das gute Gespräch. Alles klar. Sehr gerne, danke. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Wenn Sie noch mehr Spannendes zu diesem Thema erfahren möchten, bestellen Sie noch heute den Bestseller Digitale Revolution. Bis zum nächsten Mal, euer D-Commerce-Blog.